Hi zusammen, heute habe ich mal wieder ein Unboxing für euch und zwar von der Wunderbox. Letztes Mal habe ich das ja im Hangout gemacht, aber viele haben sich gewünscht, dass ich das doch wieder im richtigen Video mache. Und viele haben mich auch gefragt, ob ich die DM-Lieblinge derzeit habe. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Mal überhaupt nicht drauf geachtet und ich hätte ja auch selber gar nicht mitmachen dürfen. Und mein Freund hat dieses Mal nicht schon wieder eine Box, für, also ein Abo für mich gemacht. Jetzt habe ich mal kein Abo, aber es finde ich auch nicht schlimm. Ich kann mich ja nächstes Mal wieder drum kümmern und derzeit brauche ich das ja auch gar nicht unbedingt. Und ich habe ja die Wunderbox, die darf ich euch heute nämlich wieder vorstellen. Ich kenne ja die Coco persönlich und die hat mich auch bei meiner Abschlussarbeit unterstützt. Und da wollte ich mich auch bei euch nochmal bedanken. Es haben schon so viele mitgemacht und wie viele es letztendlich sind, das werde ich euch dann verraten in meinem Zusammenfassungsvideo. Und wer noch nicht weiß, um was es geht, ich werde euch das Video in die Infobox verlinken und auch die Umfrage, falls ihr es doch wisst und nur das Video nicht gesehen habt. Ihr könnt noch mitmachen und bis Donnerstag, also bis 12. September, 8 Uhr morgens, da hole ich nämlich die Ergebnisse ab und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch mitmacht und ja, also schon mal vielen, vielen Dank an alle, die es bereits ausgefüllt haben. Ja, und jetzt die Wunderbox, die hat sie mir eben einfach, schickt sie mir zu, monatlich oder auch mal nicht, also einfach gerade, wie es halt passt und da freue ich mich sehr drüber, weil ich die einfach richtig cool finde, weil sie auch eine Auswahl hat an Wunderboxen, wer das noch nicht kennt. Und es gibt eine Neuerung, es gibt nämlich jetzt auch ein Abo, aber ihr müsst kein Abo machen, ihr könnt die Wunderbox einfach monatlich kaufen, die ist nur leider sehr, sehr schnell vergriffen, oftmals schon innerhalb von wenigen Stunden und deswegen hat jetzt die Coco auch noch ein Abo eingeführt, dazu hat sie aber noch selber ein Infovideo gemacht, das werde ich euch in die Infobox verlinken. Und das heißt, wer ein Abo hat, der kriegt dann auch ganz sicher die Box und verpasst sie nicht mehr. Und ja, wenn sie ausverkauft ist, man kriegt sie einfach auf jeden Fall, wenn man ein Abo hat. So, und ich habe jetzt hier eine dieser Wunderboxen. Die sehen nämlich so aus. Die kennt ihr wahrscheinlich schon. Und ich habe diese in 80 Tagen um die Welt. Und da habe ich jetzt auch die Preise dazu, wobei ich euch wahrscheinlich einfach in die Infobox schreibe. Weil so wie sie es zusammenstellt, ist es halt immer ein super Schnäppchen. Denn die Produkte gibt es in dieser Wunderbox sozusagen zusammen viel günstiger, wie wenn man sie einzeln kauft. Das werde ich euch aber nochmal in die Infobox schreiben. Und jetzt öffnen wir die zusammen, weil ich habe schon ein bisschen wieder gesehen natürlich auf YouTube, weil ja auch andere die Boxen haben. Und ja, aber ich freue mich trotzdem jetzt nochmal selber zu schauen, weil es gibt ja immer so ein Produkt, was sich ja unterscheidet und bei jedem anders ist. Und da freue ich mich. Yay! Yeah. Dieses Mal sind es 4 Produkte und ich fange mit dem Stift an. Und ich muss jetzt sagen, ich bin ja Darum-Fan. Und ich glaube, ich habe die gleiche Box wie Darum und da freue ich mich natürlich sehr, weil sie von 2 Produkten total schwärmt, glaube ich. Also wenn ich mich da nicht irre, ich muss gerade mal die Farbe gucken. Ah, ich habe eine andere Farbe. Aber okay. Auf jeden Fall schwärmt sie von diesem Produkt hier. Das ist von Mimimi Eye Sweep Precision Eye Definer. Also ein Liquid Eyeliner. Und da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf, weil sie so von diesem Teil schwärmt und ich immer noch das Perfekte für mich suche. Ich habe zwar schon Sachen gefunden, aber ja, finde ich sehr cool. Da freue ich mich richtig, richtig drüber. Und dann habe ich hier etwas, da meinte ich, beziehe mich jetzt einfach auf Darum, weil ich halt das Video gesehen habe und ja, ich hoffe, das stört euch nicht, aber ja, sie fanden die Verpackung auf jeden Fall nicht so toll. Ich kann euch ihr Video auch nochmal in die Infobox verlinken, weil sie meinte, das sieht so billig aus. Ich hingegen finde, das erinnert mich total an Benefit. Wobei Benefit natürlich diese schöne matte Schicht hat und das ist so glänzend. Aber so an sich, dieser Karton und diese Verpackung sieht doch aus wie so dieser Hoola-Bronzer und so weiter. Und wenn man es öffnet, sieht es noch mehr danach aus, weil auch hier exakt gleich, ich habe nämlich von Benefit den Hoola-Bronzer, exakt gleich dieses Plastikschälchen, in dem genau solch ein Pinsel drin liegt, sieht irgendwie exakt gleich aus und auch der Pinsel hier fühlt sich gut an. Und dann ist es hier drin ein Blush, glaube ich, war das doch, oder? Von W7 sollte ich vielleicht mal dazu sagen. Afrika nennt das sich. Ein Multi-Bronzing Face Powder. Ja, und der besteht aus 3 Farben. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Das heißt, ist so ein Leo-Muster. Und das ist ja schon schimmrig. Und da ist so ein Peach, Peachbraun. Und dann so ein Dunkelbraun und ein Pink. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, wie das auf meiner Haut aussehen wird. Werde ich definitiv testen und ich bin ja eh so ein Verpackungs-Junkie und ja, also mir persönlich gefällt es sehr gut und freue ich mich auch sehr, sehr drüber. Dann noch 2 Produkte und zwar nochmal von W7 Big Lash Mascara. Die sieht so aus und die werde ich jetzt mal öffnen. Die ist zugeklebt. Moment, also die werde ich auch testen. Ich habe ja auch ein Mascara-Testvideo gemacht mit 11 Mascaras. Das werde ich euch auch nochmal in die Infobox verlinken. Da ist das jetzt natürlich noch nicht dabei. Aber ja,
Also die erinnert mich von der Bürste sehr stark an die Essence I Love Extreme, die schwarze. Und ja, werde ich auf jeden Fall testen. Sieht schmierfrei aus. Ja, brauchbar. Und zum Schluss noch ein Revlon Lipgloss. Und Revlon gibt es ja nicht mehr ganz so einfach erhältlich, ist aber so eine umschwärmte Marke, gerade auf YouTube. Und darum hat, glaube ich, eine andere Farbe drin gehabt in ihrer Wunderbox. Ich habe hier Strawberry Fraise, also auf Französisch Erdbeere. die 006. Und sie hat, glaube ich, eine andere Farbe, die ich auch irgendwie schöner fand, wobei ich die auch sehr, sehr schön finde. Ich glaube, die passt auch besser zu mir. Das kann ich mir ganz kurz mal auf die Hand swatchen. Hat auf jeden Fall einen sehr angenehmen Applikator. Und es kommt auch richtig Farbe mit. Finde ich schön. So. Und von der Konsistenz fühlt sich jetzt mal nicht zu klebrig an. Also finde ich gut. Und es hat auch so ein bisschen einen Stain-Look, wenn man es nur so auftupft. Sehr schön, finde ich richtig toll. Es war eine richtig, richtig tolle Wunderbox, bei der ich auch alle Produkte behalten werde und unbedingt haben möchte. Und ich freue mich auch, dass die Gewinner sich gemeldet haben. Von den letzten Wunderboxen habe ich ja einige Sachen verschenkt. Auch Nagellacke, weil ich halt so viele hatte. Und wie ihr seht, mein Nagellackregal ist ja auch gerade weg. Und ich werde mal schauen, wie viele ich in der neuen Wohnung dann tatsächlich wieder aufstellen werde. Und es kommt dann auch noch mein Kosmetik-Blog-Sale wieder. Aber ich muss schauen, wie ich das zeitlich hinbekomme. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich werde euch, wie gesagt, alle Infos zur Wunderbox nochmal in die Infobox verlinken. Und ich wünsche euch jetzt allen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!